Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diese leckeren Brötchen machen könnt, die sich perfekt für Burger eignen. Also, los geht's! Für den Teig werde ich eine Küchenmaschine benutzen, aber ihr könnt es auf jeden Fall auch mit den Händen kneten. Ich habe hier Mehl, Hefe, eine Prise Salz, eine Prise Zucker und so wie immer stehen die Zutaten, also die genauen Mengenangaben, unten in die Infobox. Ich mische dann immer gerne die trockenen Zutaten erstmal miteinander, entweder mit dem Löffel oder ihr könnt schon die Küchenmaschine anmachen. Bitte bei dem Wasser und bei der Milch darauf achten, dass die lauwarm sind. Die dürfen nicht zu kalt oder nicht zu warm. Wenn die zu kalt sind, dann arbeitet die Hefe halt nicht. Dann knete ich das alles ca. 7 Minuten, bis ihr einen elastischen Teig bekommt. Ich zeige euch auch hier, wie die Konsistenz so aussieht von dem Teig. Es ist auf jeden Fall ein sehr weicher Teig. Nach den 7 Minuten könnt ihr die Küchenmaschine ausmachen und dann werden wir den Teig bedecken und rühren lassen. Also ca. eine Stunde, der muss sich verdoppeln, am besten an einem warmen Ort. Jetzt im Winter ist es ein bisschen schwer, deswegen kann ich euch zwei Möglichkeiten anbieten. Entweder tut ihr den Teig neben der Heizung, aber nicht zu nah, also nicht, dass die Heizung auch extrem heiß ist, sonst stirbt die Hefe auch. Oder ihr macht den Backofen an auf 40 Grad, macht den aus. Und dann tut ihr den Teig rein. Also Backofen anmachen, auf 40 Grad, kurz aufheizen lassen, Backofen aus und dann könnt ihr den Teig da rein tun und dann wird er richtig schön aufgehen. Jetzt ist die eine Stunde auch schon vergangen, mein Teig ist aufgegangen und jetzt kann ich weiter damit arbeiten. Ich habe ein bisschen Öl auf meine Arbeitsfläche gegeben, damit mein Teig nicht klebt. Ich habe dann kurz meinen Teig geknetet, aber nicht lange, ihr könnt es auf dem Video sehen, sehr leicht. Ich habe damit dann eine Rolle geformt und daraus habe ich 8 gleich große Teile geschnitten. Ich habe die dann auch gewogen, weil ich möchte, dass die exakt gleich groß sind. Ich zeige euch hier auch, wie ich die Brötchen forme. Also ich ziehe den Teig auseinander und dann füge ich den wieder zusammen am Ende. Und das mache ich mehrmals, bis ich eine glatte Oberfläche bekomme. Dann drücke ich die Brötchen kurz platt und dann tue ich die schon auf dem Backblech. Dann bedecke ich die 8 Brötchen und lasse die wieder aufgehen, ca. 20 Minuten und hier nochmal am besten an einem warmen Ort. Die Brötchen sind jetzt aufgegangen und ich werde schnell eine Mischung aus Eigelb und Öl machen. Und damit werde ich die Brötchen bestreichen und dann kommt noch Sesam obendrauf. Und dann kann ich schon die Brötchen backen. Sowohl die Temperatur als auch die Backzeit werde ich unten in die Infobox schreiben. Aber beachtet bitte, dass wenn ihr kleinere Brötchen macht, dann werden die auf jeden Fall weniger brauchen, als wenn ihr größere Brötchen macht. Und so schnell sind die Brötchen fertig. Hier zeige ich euch ein Beispiel. Dafür habe ich auch ein Rezept. Das werde ich unten in der Infobox verlinken. Das sind doppelte Cheeseburger, die sehr, sehr lecker schmecken. Die kann ich euch empfehlen, auch die nachzumachen, falls ihr die Brötchen macht. Und die Brötchen sind am besten frisch zu essen. Also am besten benutzt ihr die frisch. Wenn ihr die backt, dann direkt Burger draus machen und die essen. Aber ihr könnt die auch am nächsten Tag essen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu hinterlassen und meinen Kanal zu abonnieren. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die mir gerne unten in die Infobox schreiben. Tschüss!